Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir machen heute weiter. Und zwar gehen wir uns heute ein legendäres Pokémon fangen. Und zwar werden wir uns heute Zapdos schnappen. Zapdos befindet sich östlich von Azuri City. Deswegen bin ich ja in der letzten Folge noch schnell hier nach Azuri City geflogen. Ich hoffe, ich habe genug Bälle diesmal mit. Weil, ne? Warte mal. Ich gucke jetzt gerade mal in meine Itemtasche, weil Zalabros hat uns damals so viele Bälle geflogen. Gefangen. Ja, wir haben 81, wunderbar. Das müsste eigentlich reichen. Zalabros hat uns so viele Bälle damals gefressen. Das war unfucking fassbar. Na gut, okay, wir machen, wie gesagt, heute gehen wir uns Zapdos holen. Das ist jetzt, wie gesagt, östlich von Azuri City, ist nämlich hier reingegangen gerade. Und diese Dame möchte uns einmal irgendwas mit Rosana erzählen. Aber das ist jetzt noch nicht unsere Aufgabe. Diese Meistertrainer werde ich nicht jetzt alle explizit aufsuchen. Sondern die lassen wir einfach mal ein bisschen außen vor. Ah, da hinten, der hat einen Radikalmeister. Ich glaube, der müsste die nur sehen, dann kriegen wir irgendwas. Überall in der Stadt sind die jetzt verteilt. Aber wir werden jetzt, wie gesagt, unser legendäres Pokémon schnappen. Das erste von... Nee, das zweite von vier. Wie gesagt, das ja, Arktos wird ein bisschen dauern in der nächsten Folge. In den nächsten Folgen irgendwann. Weil da sind noch zwei Routen offen, die ich auf jeden Fall danach noch machen möchte. Und machen wir die? Die sind eh überlevelt, glaube ich, oder? Die Frage ist, von welcher Seite machen wir dann? Gehen wir da hin? So. Ja, nicht wundern, dass jetzt gerade das ein bisschen dauert hier. Sondern wir machen jetzt auf ins Kraftwerk. Ja. Ich glaube, die darf jetzt Weltsprung einsetzen. Dass das hier noch ein Trainer ist. Aber den lasse ich einfach mal außen vor. Wir nehmen das Item hier mit. Und das ist ein Donnerstein. Gut. Und dann gehen wir uns heute, wie gesagt, Arktos holen. Zapdos holen. So, Beutel habe ich irgendwie genug Schutz dabei, weil sonst wird es ein bisschen blöd. Tasche gehört das dazu? Gehört das dazu Schutz? Nee, ne? Nein, es gehört einfach so dazu, ne? Schutz. Top-Schutz. Ja, wunderbar. Da ist auch ein Top-Schutz. Weil ich kenne den Weg nicht explizit auswendig. Ein Top-Believer. Sehr gut. Den brauchen wir theoretisch auch noch. Ich werde mit dem gegen... Zapdos werde ich auch mit Rizeros angreifen. Und falls ihr euch da oben wundert, da liegt ein Pokéball, der aber falsch rum liegt. Das sind keine Pokébälle, das sind Volteball. So, hier sind einige Trainer auf jeden Fall. Also wie gesagt, aber wir werden jetzt erstmal uns hier ein bisschen mehr oder weniger umgucken. Also Volteball und Elektroball, so rum ist es eigentlich richtig. Hier diesen Fake-Pokebällen, wenn ich so mal. So, die Frage ist, sind wir hier richtig? Wir machen das anders. So, Team. Bewegen. Ich meine, es wäre nicht dramatisch, wenn sie jetzt auftauchen würden. Wie gesagt, ich lasse die Trainer jetzt außen vor. Sieht mir das ein bisschen nach. Ein weiterer Donnerstein. Ich hätte ein paar mehr Dings geholt am besten. Ein paar mehr Schutze geholt. Aber irgendwie... Ne. Gut.
Gehen wir jetzt da oben durch. Aber jetzt war gut. Ach, guck mal, jetzt habt ihr das Trainer. Ja, jetzt werden wir natürlich auch wieder auf wilde Pokémon treffen. Das nehmen wir mit. Das ist ein Electek. Wobei ich vermute, dass das eh rausgehen wird. Der Sprung hat ja nichts gebracht. Ja, du Arsch. Frisst mir ein paar Bälle und dann gehst du, ne? Ach, guck mal, da oben rollt ein Volteball. Warte mal, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht, ob ich richtig bin. Da schwebt ein Magnetilo vor sich hin. Ich glaube, ich bin sogar richtig. Nein, bin ich nicht. Scheiße. Ich bin, verdammt. Ich habe den falschen Weg genommen. Ich bin nämlich wieder einfach schnurstracks zurückgegangen. Das Elektra nehme ich gerne mit. Nehmen wir mit. Falls es so wie möglich ist. Ich gehe mal auf den Superball, weil ich glaube, da könnte es eher der Welle sein. Habe ich noch Überbälle? Ne, ich habe keine Superbälle, ne? Fuck. Jetzt. Yes. Wir haben Electek. Zumindest haben wir es jetzt gerade unserem Pokédex hinzugefügt. Die muss ich ein bisschen meiden, diese Trainerin. Weil die wahrscheinlich auch wirklich sehr stark sein wird. So. Das sind nämlich die richtigen Pokébälle. So. Da ist Zapdos. So, ich speichere kurz. Wer weiß, was passiert. Das ist das legendäre Pokémon. Zapdos. Gleiche wie bei Lavados. Wir müssen es erst besiegen, damit wir es fangen können. Das ist bei jedem legendären Pokémon so. Das wird auch bei Dings so sein. Bei Arctos so sein. Wir haben 5 Minuten Zeit. So, es kann uns natürlich nichts mit deinem Bohrschnabel und so antun. So, noch einmal. Also mit deinem Elektro hat dann ganz eh nichts tun. Scheiße. Aber wir haben noch 4 Minuten. Wir haben 5 Minuten mal Zeit, die Pokémon zu besiegen. Doch, das war's. Wir können Zapdos fangen.
Aber die Zeit läuft doch diesmal nicht ab. So, ich habe zumindest mal erstmal einen Ball drin. Aber das wird natürlich, wenn es mir so lange jetzt nicht anfängt, 1000 Bälle wieder zu fressen, wie Belabados das getan hat. Wir haben bisher noch keinen Fehlwurf mit dem Ball. Doch, einen haben wir. So, jetzt... Ich weiß, dass es jetzt natürlich der Fall ist. Scheiße. Der Kreis war zu groß. So, wir haben es versucht. Es bleibt nicht drin, ne? Es will nicht. Jawohl, jetzt ist quasi wieder der Einzug, wo der Ball hingeht. Ha, Zapdos! Komm, hol's dir, bleib drin. Es war sogar ein großartiger Wurf. Aber dennoch bleibt es nicht drin. Markus nicht. Das kostet mich auch gerade wieder ein bisschen. Es war sogar ein einfach fabelhafter Wurf. Aber großartig und einfach fabelhaft und es bleibt nicht drin. Zapdos, kannst du jetzt mal bitte drin bleiben? Yes! Und damit haben wir legendäres Pokémon Nummer 2. Level 48 für Rizoros. So, Zapdos ist gefangen. So, eigentlich bräuchten wir jetzt noch Voltoball und Magnetilo. Dann haben wir, glaube ich, alle Pokémon hier. Wir nehmen wieder die Pokébälle, weil wenn ich euch wieder verbrate, ich jetzt keine Hyperbälle. Upsi.
Ein Pokéball in einen Pokéball. So, Voltorb ist drin. Es fällt uns eigentlich nur noch Magnetilo, glaube ich. Da müssten wir eigentlich alle Pokémon hier drin schon haben. So, Voltorb ist drin. Ist das jetzt ein Elektroball oder ist das ein Voltorb? Es ist ein Elektroball. Also, Elektroball fällt es auch noch. Ja, ja, alles gut. Kannst eh nichts viel machen. Ja. Ach, wie süß, das ist ein winziges. Das hilft es mich hier, mir jetzt durch die Gegend hier, oder was? Scheiße. Komm, jetzt bleib drin. Nein, nicht ganz. Ich wollte eigentlich auf Farbe gehen. Leck mich doch am Arsch. In dem Moment, wo ich das in den Pokéball holen will. Naja, ist ja nicht traumatisch jetzt. Bin mit Tilo, ne? Ach, ist halt egal. Scheiß drauf, so dramatisch sind die jetzt nicht. Ich hab die Einträge. Darum geht es ja letztendlich, oder? Gut. So, dann gehen wir jetzt auf Pikachu. Und dann fliegen wir. Oh, armes Pipi. So, Spaltschnitt. Ne, Himmelsritt. So war es richtig. Und wie gesagt, uns fehlen ja noch die zwei Routen hier unten. Einmal die Route 20 und einmal die Route, ja, die Route 20 fehlt oder so. Dann machen wir uns jetzt auf der Fuchsania City, weil wir wollen es ja jetzt mit Arktos das nächste legendäre Pokémon fangen. Ja, und danach gehen wir uns Mewtwo holen. Dann sind wir durch. Und dann haben wir noch die Rematches der Pokémon-Liga und dann sind wir eigentlich auch komplett mit dem Let's Play durch. Aber die heute komplett alles auf die Reihe bekommen, weiß ich natürlich nicht. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Also, was heißt alle heute eine Aufnahme? Ich wahrscheinlich ja nicht. Gut. Dann machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und wie gesagt, dann gehen wir uns Arktos holen. Das nächste legendäre Pokémon. Bis dahin und auf Wiedersehen.